Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Teil von 7 Days to Die. Wir sind wieder zurück, wir bauen die Basis hier weiter aus. Wir müssen auf jeden Fall Eisen besorgen, das ist essentiell wichtig, sonst haben wir überhaupt gar keine Chance, irgendwie weiter im Keller abzubauen. Was uns aufgefallen ist, das mit dem Server ist noch relativ buggy. Der Server speichert zwar alles, was hier gebaut worden ist und alles, aber wenn man den Server neu startet, und das ist leider des Öfteren notwendig, setzt er die Tage oben links zurück. Also das ist nicht so fein. Wir sind oben wieder bei Tag 1, 10.30 Uhr. Das ist ziemlich doof. Also das ist, ja. Da haben wir jetzt auch gerade keine Idee. Das ist anscheinend noch der Alpha-Version geschuldet hier. Na toll, die Schrotflinte hat gar keine Moon mehr. Ich habe auch gar keine, doch ein Magazin habe ich. So. So, mein lieber Cocaine, wir müssen Material besorgen. Jawohl. Dann hör mal auf, die arme Erde zu boxen. Moment. So. Gut. Wir hatten ja vorhin diese Sache, dass wir immer die Türen, das werde ich jetzt auch mehr wieder reinsetzen, die Türen dann versiegeln. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal die ganzen Häuser hier ab, oder? Auch die Garagen nebendran. Ja. Ja, das ist blöd, dass er das zurücksetzt. Aber gut, da kann man jetzt nichts ändern. Wo bist du? Hier bist du. So, genau. Wo bin ich? Hier bin ich. Da bist du. Sehr gut. Hier haben wir auch schon alles. Okay. Da ist auch zu. Dann Tür zu. Diese, guck mal. Komm mal her. Guck mal diese, ja. Und diese Lampen hier, die geben übrigens auch Scrap Metal. Oh, sehr gut. Dann sollten wir die auch abbauen. Ich meine, die Bewohner werden jetzt kaum Licht brauchen. Brauchst du eine Taschenlampe? Ich hab. Okay, warte mal, das Haus hier haben wir doch auch schon durchsucht, gell? Da mache ich hier auch mal zu. So. Hier waren wir auch drin, oder? Ja, ich glaube, die ganze Straßenreihe waren wir. Wir waren bis zum Ende. Ja, hier ist zu. So, habe ich auch zugemacht. Oh, ein Zombie. Die nette Krankenschwester von nebenan. Tut mir leid für die Lampe, ich werde sie ersetzen bei Gelegenheit, wenn die Apokalypse zu Ende ist. So. Haben wir auch. Gucken wir nochmal bei den Nachbarn in die Mülltonne. Da ist nämlich auch noch ein bisschen Metall drin. Kann man eigentlich die Metall. Ja, man kann die Mülltonnen übrigens auch zerschlagen. Es gibt auch Metall. Das ist gut, weil Metall ist echt. Ja, um Äxte herzustellen. Wenn wir jetzt den Keller ausbauen, ich hoffe mal, dass die Zombies uns da unten einigermaßen in Ruhe lassen, dann dürfen wir da genügend Material bekommen. Ja, die Zombies! So, das Haus hat eine Hintereingang, hast du zugemacht? Gut. Aber die Mülltonnen, die können wir auf jeden Fall mitnehmen hier. Die plündern wir erstmal. Und die gehen auch relativ. Guck mal hier, die ganze Reihe voll mit Mülltonnen, das ist gut. Hoffen wir, dass das keine Spawnpunkte für irgendwelches Material sind, dann hauen wir uns gerade die Spawnpunkte kaputt. Ja, gut, aber es gibt ja auch noch genug andere Spawnpunkte. Wo bist du? Du bist da hinten durchgegangen. Wollen wir erstmal den Block hier fertig machen, vielleicht? Nein, so. Ich hau hier gerade die Mülltonnen alle kaputt. Ja, ja, nur, ich, hier sind ja. Egal. Zombie. Die dicken. In your face. Haben die vielleicht was dabei? Ja, ein Magazin. So. Da war nichts drin. Die Häuser haben wir ja noch nicht in dem Block, gell? Nope. Und dann lass uns da mal bei den Häusern beginnen. Die Außenbeleuchtung auf jeden Fall mal wegschlagen.
Bringt euer Altmetall raus, Leute. So. So. Die auch zu. Wo bist du hin? Du bist im nächsten Haus. Bist du in einem Haus drin? Ja, aber in dem waren wir anscheinend schon, weil hier ist nichts mehr drin, gar nichts. Das mag gut sein, ja. Kann man eigentlich die Klimaanlagen auch kaputt schlagen? Das weiß ich nicht. Brauche auch demnächst definitiv eine neue Axt. Meine ist im Eimer. Bald. Okay. Okay, was ist denn eigentlich mit den Briefkästen? Ja, Briefkästen bringen auch Metall. Ja, wo bist du? Kollegen, du bist da drüben. Dann gibt's in Zukunft keine Post mehr. Hast du hier zugemacht? Nee, ich habe keine Platten. Okay. Nö. Boah, bin ich erschrocken. Was denn? Ich hab Hunger und ich hab auf einmal angefangen zu schreien und zu bluten. Also hier waren wir definitiv noch nicht drin. Ja. Mit der Kartoffelsamen, wir sollten auch überlegen, ob wir dann irgendwie ein Feld anpflanzen. Ja. Tag. Kann man eigentlich so ein Klo einschlagen? Aua! Aua! Nein, kann man nicht. Oder ist Bob länger? Ich kann mal auf den Dachboden kurz schauen. Keller ist safe. Mach schon mal die Hintertür zu. Jo. Ach, da ist noch eine. So. Da ist noch eine Mülltonne. Ja, da kriegt man doch einiges an. Noch ein Magazin. Painkiller. Ich mach hier vorne zu, du bist durch mit der Hütte, gell? Jawohl. Aber die beiden Lampen hast du nicht mitgenommen. Nö, die hab ich gedacht, kannst du machen. Ah ja, ich darf mir die Finger blutig hauen an dem Metall oder war nichts drin. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Ich bin die Frau. Wenn mir die Fingernägel kaputt gehen, dann gibt's Ärger, mein Freund. Wollte gerade sagen, ja. Warst du denn mit der Couch vorne dran schon? Nein. Gut, dann. Oh, Shotgun-Shells. Okay, altes Spiel. Oh ja, mein Inventar ist jetzt auch gleich voll. Ach, hier gibt's einen Keller. Bin unten. Warte mal, hier sind doch auch noch Lampen an der Decke. Die machen aber, glaube ich, nichts. Die bringen nichts. Nee, warst du die Küche schon? Nee, ich bin gleich im Keller. Oh. Ich bin voll. Ich bin auch gleich voll. Ich bin sehr voll, Drecksau. Nee, Quatsch, war ein Spaß. So, so noch jetzt. Ich bin fertig. Oh, jetzt wird's aber richtig hier. Jetzt wird's kriminell. So, die nächsten Kisten. Wir sollten dann. So, habe ich. Warst du im Keller? Ja, Keller war ich und oben war ich. Also hier ist nichts mehr. Okay. Dann mache ich die Hintertür zu. Nehmen die Lampe mit. Und?
Jawohl, Altmetall. Also diese Stimmen, da muss ich echt sagen, ich mach mir ins Höschen. Ja. Aha, wenn er eine Sache im Inventar hat, die er nicht stacken kann, dann nimmt er den Rest auch nicht übrigens aus der... Ja, das musst du dann einzeln auffüllen. So, mach ich vorne zu. Dann sind wir mit dem Block hier fertig, gell? Also höchstens die zweite Reihe dann noch. Na, komm, lass mich nicht im Stich. Ja gut, Materialbeschaffung ist genauso spannend wie in Minecraft. No. Ja, aber hier kommen doch noch das ein oder andere unvorbereitet. Was bitte? Hier kann aber das ein oder andere doch noch eher passieren als in Minecraft. Wenn jetzt hier so eine Horde Zombies auf einmal kommt zum Beispiel. So, wir haben 17 Uhr. Ist da noch was drin? Ah, hier ist eine Maschinenpistole noch und Magazine. Wieder Wasserflaschen ohne Ende. Also nehme ich jetzt ja, nicht mehr mit. Ich habe auch genug. Okay, dann machen wir hier. Na, machen wir hier zu. Kommst du raus? Jawohl. Dann, jawohl, Chef. Entschuldigung. Befehlston war nicht in meinem Sinne. So, noch mehr Scrap Metal. Gut, dann lass uns mal auf dem Rückweg vielleicht noch gerade die Mülltonnen mitnehmen. Na. Na. Und dann sollten wir uns in unser Haus verpissen. Ja, und dort vielleicht ein bisschen weitermachen. Genau. Ja, guck mal, der hat Schrotmuni. Sehr gut, die kann ich stapeln. So, dann gehen wir praktisch hier die Reihe durch, hätte ich gesagt. Mhm. Ah, noch alte Kleider. Ah, die bringen oft Lumpen mit. So, da können wir bestimmt zwei Äxte herstellen. Dann können wir eigentlich den Raum da unten ganz gut ausbauen, meine ich. Ja, den nicht. Du die Mülltonne, dann gucke ich in die hier. Ja, es gibt doch. Wir kommen voran. Ja, nicht gedacht. Ja, das mit dem Metall, also aus den Mülltonnen, das hätten wir vorher machen sollen. Aber hinterher ist man immer schlauer. So, hier ringsrum. Ist überall noch Stacheln? Guck gerade. Sieht so aus, den ja. Rest füll ich auf. Ja, ja. Das sieht gut aus. Ah, dann würde ich sagen, machen wir die Stacheln hier vor die Tür. Hast du Stacheln noch dabei? Ja, ich habe noch 200. Okay. Dann gehe ich jetzt schon mal, achso, ich mach mal Fackeln und gehe in den Keller soweit. Gut, dann platziere ich hier noch ein paar Dinge und komme dann direkt hinterher. Ich würde gerne eine Tür machen, warte mal, das ging doch irgendwie... Wooden Door. Machen wir erstmal eine... Soll ich... Hm? Hier ringsrum auf die Höhe auch mal eine Reihe Stacheln ja, platzieren? Genau, ja. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie, ob die überhaupt auf uns zukommen, weißt du, was ich meine? Wenn wir im Keller sind. Ich glaub's aber schon. Könnt's mir auch gut vorstellen. Aber wollen wir mal Lappen? Da. Ja. So, ich habe 16 Fackeln, das ist natürlich übersichtlich. Hast du Holz? Normales Holz? Ja.
All dieweil. Wo sind jetzt die Wooden Doors hin? Habe ich überhaupt welche gemacht? I don't know. Ich glaube nicht. Nur 20 vor 8. Ich komme, ich bin gleich fertig hier draußen. Das ist jetzt soweit erstmal ganz gut. Kannst hier noch zumachen, wenn du willst. Scheiße. Kommst du hier rein? Warte. Ja, ich brauche nur gerade eine freie Hand, dass ich das Holz kaputt machen kann. Oh oh. So, jetzt muss ich gerade mal. Schitte, kein Platz mehr. Ich werf mal hier die Dings weg. So. Tür ein bisschen repariert. So, ich verbrauche mal ein bisschen Wasser. Gut. Die Achtung, nächste. Direkt vor der Tür ist ein Stachel, gell? Ja, so. Alles klar. So, wir machen jetzt erstmal eine Aufnahmepause und dann gehen wir in den Keller und werden da ein bisschen spitzhacken. Du hast normale Holzblöcke dabei. Ja. Prima. Warte, jetzt normale Holzblöcke? Ja, um jetzt Kisten zu erstellen für den Keller und, weißt du? Nehme ich mit runter, ja. Nimmst du mit runter, was brauchen wir noch? Fackeln habe ich 16 Stück, das dürfte langen. Holz und Eisen. Wir haben Scrap Metal 26. Habe ich. Ja, 52. Ja, das ist, hört sich doch super an. Ja, wenn euch das gefallen hat, wie immer, würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Nette Kommentare. Wisst ihr ja. Bis zum nächsten Teil von 7 Days to Die. Macht's gut. Tschüss. So, jetzt ab in den Keller.